Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Machine for Pigs und ja, lange her, wo wir uns gesehen haben. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert, bis eine neue Folge kam, aber jetzt geht's weiter und ich habe alles vergessen. Ich weiß nur, dass wir noch den Raum noch nicht entdeckt haben, wo ich Schiss habe vor. Und es könnte sein, dass dieser Raum jetzt bald Wahrheit wird und jetzt bald kommt. Wie ich das erste Mal das gespielt habe, dieses Spiel auf dem PC damals alleine mit Kopfhörer, habe ich mich so erschrocken. Ich habe mich so in die Hose geschissen. Ich weiß nicht, ob es beim zweiten Mal immer noch so ist. Und das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, sobald wir da ankommen. Ich muss mal eben das Kabel ein bisschen hier anders legen, damit ich wissen. So. Trotz alledem möchte ich hier erstmal weiterkommen. Und wie gesagt, ist es länger her, wo wir uns gesehen haben. Ja, wir sind da. Ich weiß nur, ich kann mich nur entsinnen, dass ich... Oh Gott. Ich mach mal hier die Tür zu. Das ist der Raum da. Und ich kann mich entsinnen... Oh Gott. Und ich kann mich entsinnen, dass ich da nur durchgerannt bin. Ich habe so... Why did you take my children? I, Mandus, of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Ich hab mich nicht erschrocken, Alter. Oh Gott, ich hab mich nicht erschrocken. Gott, Alter, mach nicht super. Alter, mach nicht super mit mir. Alter, wir haben 10 Uhr abends. Mach nicht super mit mir. Wisst ihr jetzt, warum ich diesen Raum gehasst habe? Ich mein, hey. Lalala. Alles gut. Alles gut. Oh, das Spiel lebt. Das Spiel lebt so von der Atmosphäre, ne? Das ist unfassbar. Ich bin auch so klein. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Es ist hier. Es ist der Raum. Ich hab's gewusst. Ich hab's immer gewusst. Es ist hier. Es ist hier. Es ist definitiv hier. Oh Gott. Ich will da gar nicht runter. Schön. Hallo. Oh ja. Gleich kommt der Eingang, ich weiß es genau. Nein, da ist es nicht. Da ist es, oder? Ist es nicht hier? Ja, es war hier. Ich glaube, genau hier war es gewesen. Oder? Nee, das ist noch nicht... Schön. Ich hasse diesen Raum immer noch. Oh Gott, es ist immer noch so fürchterlich wie beim ersten Mal spielen. Immer noch. Es ist so... Oh Gott, es ist immer noch so fürchterlich. Es ist immer noch so schrecklich. Komme ich hier durch? Ja, komme ich. Hallo. Was? Das ist die schlimmste Passage am ganzen Spiel. Weil es auch so übertrieben laut ist und alles. Leider kann man das Spiel ja nicht leiser machen auf der PlayStation-Version. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Wurde wahrscheinlich nicht eingebaut. Ja, wir sind da. Das ist der Raum. Oh Gott, ich hasse den. Ich hasse den Raum so sehr. Gott, ich hasse ihn so sehr. Weil man musste da, glaube ich, auch irgendwas machen. Und ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, was das war. Irgendwas mussten wir da machen. Das war nur eine Tür. Das ist... Ja, eine Tür. Ja, ich weiß. Irgendwas mussten wir machen. Ich weiß aber nicht mehr, was. Oh Gott, dieser Raum ist so fürchterlich. Ich
Ich werde hier so sterben. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe mich nur an diese Tanks erinnert. Und ich wusste genau, was uns erwarten wird. Ich weiß es genau. Das Problem ist, der Drecksack teleportiert sich. Wo ist der? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Er hört uns, weil ich renne, weil ich doof bin. Oh Gott, er wird uns kriegen. Er wird uns definitiv kriegen. Benutzt diesen fucking Hebel. Ciao, Alter. Okay, weg. Ich sehe nichts. Ich weiß, ich sehe nicht viel, aber oh Gott, ich muss es irgendwie. Oh, ich glaube, so bin ich beim letzten Mal auch hier durchgerannt. Ciao. Lalalalalala. Er ist direkt da links. Oh. Ich muss nur diesen fucking Hebel betätigen. Ich muss hier raus. Alter. Fick dich. Gott, Alter, ich bin so froh, dass wir es hinter uns haben. Oh Gott. Ich habe immer noch so Gänsehaut. Man kann es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich habe schon wieder Gänsehaut. Diese Stelle ist so fürchterlich. Diese Stelle ist so fürchterlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt noch kam. Ich glaube, es kam nicht mehr so viel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es kam nicht mehr so viel. Oh Gott, ich bin so froh. Oh, mir fehlt gerade so... Fällt gerade ein Stein vom Herzen, wollte ich gerade sagen. Hallo? Oh, eine Tür. Mandus stieg zu den Geistern hinab. Die Azteken glaubten, dass die Apokalypse durch Opfer abwenden könnten. Die Geschichte aber bricht uns von ihren Scheitern. Ihre Tragödie war nur, dass sie nicht rechtzeitig gegenüber Blut vergießen konnten. Ich glaube, so viel kam auch nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist so die schrecklichste Stelle überhaupt im ganzen Spiel. Oh Gott, die ist so fürchterlich. Diese Musik. Und ich explodiere schon wieder im Gesicht wie eine Atombombe. Das liegt am Bildschirm. Ich muss hier so ein bisschen dunkler machen. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Ich weiß aber, im ersten Teil gab es ja so eine Art Endgegner. Ich weiß gar nicht mehr, war das beim zweiten auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, der Teddy. Oh, ein Zettel. Erinnerung. Sie tauchten wie aufgeblühte Körper im Abschaum der Themse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer toten Mutter. Kleine Schweinchen, wie sie da schreiend in ihren Windeln lagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassenden Hasses, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesem Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was dieses... das Ei meiner Seele? Dieser Moment, in dem die große Uhr zu ticken begann? Dieser einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns zu
vereinen, mich wieder eins zu machen, den großen Kreis zu schließen und diese Verrückten abermals in mein Herz zu lassen und ihm zu vergeben wie mir selbst. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Was eine Riesenmaschine vor allen Dingen. Ich glaube, wir sind nicht alleine, kann das sein? Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet and gas. Was? Was hat er gerade gesagt? Bitte nochmal auf Deutsch. Hä? Ah, hier muss ich lang. Achso, sag das doch. Was war das? Ich hab mich nicht erschrocken. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben, weil ich gar nichts sehe. Oh Gott. Ach stimmt, das war das. Ja, das kam ja auch noch. Ich werde so sterben. Ich sehe nix. Geh weg, lass mich. Geh weg. Geh weg, lass mich. Ich habe die Stelle verdrängt, man merkt's. Ich habe diese Stelle damals verdrängt. Lauf schneller, lauf! Ah, ciao! Oh Gott, nein, ich bin so tot! Mach die fucking Tür zu! Alter! 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 Mach doch nicht so einen Stress! Oh, warum spiele ich sowas eigentlich immer? Ich meine, hey, souverän gemeistert. Was jetzt? Warum liegt hier Blut auf dem Boden? Hat wieder jemand seine Tage gehabt? Und warum ist hier alles so... Was ist denn da oben? Alles so langsam. Hier komme ich auch lang. Wo geht's denn hier? Hä, wo geht's denn hier lang? Schreck des Todes, ja. Oh, ich habe mich aber so erschrocken. Ich habe mich aber so erschrocken gerade, ne? Da hat sich gerade was bewegt in der Hose bei mir. Okay, es klingt falsch, wenn ich das so sage. Wie soll ich sagen? Es war einfach so, als würde bei mir in der Hose was melden und würde sagen, hallo, ich bin da. Hä? Ah, hier. Wo geht's denn da hin? Nach oben, okay. Und jetzt, was muss ich hier tun? Kann sein, dass ich irgendwas aktivieren muss? Ah, okay, ich verstehe. Es könnte sein, dass das Spiel etwas laut wird. Weil man kann es leider nicht leise machen. Ich erwähne es nochmal. Nur so zur Info. Wo ging es denn hier nochmal runter? I have you now, creature. I will destroy.
war die fucking Tür? Wird Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden. Ich hab mich gerade nicht erschrocken. Das Spiel ist aber so mega laut. Das ist das. Das ist so mega laut. Alter. Ein Meter nach oben geschraubt hier. Boah, das Lied ist gerade voll geil. Ich höre es aber nur auf einem Ohr. Schade, dass man es nicht leiser machen konnte. Das ist ein bisschen doof, finde ich, dass sie das nicht eingebaut haben. Da finde ich immer schon schade, so eine Umsetzung, dass sie einfach, weißt du, so vom PC auf Konsole so, ach, müssen wir einfach raushauen, egal, da fehlt irgendwas, ist egal. Na, da merkt man sofort den Geldhahn. So. La 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 la. La la la. Das Spiel lädt. Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass wir jetzt durch sind, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es war nicht mehr so viel offen, das weiß ich wohl. Oh Gott, die letzten paar Minuten. Das war so das, was ich versucht habe zu verdrängen. Listen to your heart. You know you are with me. You created me to save the world. I am your friend. Ich habe keinen Freund. Okay, wir haben eine Lampe. I am no more evil than you. We sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the steps, knowing what the coming century would do to them. War songs will travel, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Ende. I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their scalps
into your ribs, and they will eat your hearts. For your children. Mal gar nicht lautes Spiel, Alter, voll übertrieben. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Gott, das Spiel ist so traurig am Ende. Oh Gott. War ein Spiel entwickelt von The Chinese Room. Das war Amnesia, A Machine for Pigs. Wir haben's durch. Oh, und jetzt wird's voll laut bestimmt, ne? Was? Menschen, Schweine und Senfgas. Welcome to Amnesia. Schweiniert, ja. Ah, folgende Personen haben sich für was Vergnügen und ihrer Wütung daran gearbeitet. Das Drama ist das Werk von... Die Computermagie wurde gewidmet von... Wahnsinn. Und es ist so laut, es ist so laut. Es ist das Ende. Es ist das Ende. Ich würde die Credits gerne durchlaufen lassen. Liebe Chinese Room, das Problem einfach nur dabei ist, dass die PlayStation 4 Umsetzung keine Lautstärkeregelung hat und wenn ich dann versuche darüber zu reden, wie das Spiel war und tralala, ist das ein bisschen blöd, wenn im Hintergrund die Musik volle Pulle läuft und ich kann das nicht leiser machen. Deswegen tue ich das jetzt. Es war ein großartiges Spiel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch ein zweites Mal nochmal zu spielen und ich bin froh, dass wir es jetzt durch haben. Wäre nur noch eine Folge, hätte ich nicht gedacht, dass wir nur noch eine Folge brauchen dafür. Ja, und
Das war Amnesia The Machine for Pig. Könnt ihr euch kaufen, gibt's im Bundle alle Teile, also Teil 1, das DLC von Teil 1 und das Spiel hier, spielt es selber mal. Es ist echt geil, lohnt sich. Und ja, ich klicke hier mal nochmal drauf. Und dann kommt nochmal ein ominöser Ladebildschirm mit einem Herz. Ja, und das war Amnesia, A Machine for Pigs. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann uns wiedersehen würden in einem neuen Video. Bis denn. Tschüss.